So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Omega Rubin Edition. In dem letzten Part, Leute, hatten wir das legendäre Pokémon Groudon aus seinem Schlaf geweckt. Oder eher gesagt, Mark hat es aus seinem Schlaf geweckt. Und das Pokémon ist zur Stadt Xenowill aufgebrochen. Denn dort möchte es gerne die Energie der Urzeithöhle aufsaugen, soweit ich das verstanden habe. Oder so, denn dort sollten es irgendwelche Steine geben, die ihm irgendeine Kraft verleihen sollten. Und ja, wir sollten oder wir müssen das verhindern. Ansonsten wird der ganze Planet ausgerottet, ja? So, wir müssen uns jetzt zur Stadt hinbegeben und das können wir hier tun. Ich hätte das schon eher machen sollen, also man konnte die Stadt logischerweise schon eher bereisen und jetzt hätten wir einfach dorthin fliegen können, aber ich hatte es irgendwie vergessen, weshalb wir es erst jetzt machen. Und ja, genau, das wollte ich damit sagen. So, Topschutz aktivieren und wir gehen mal hier an die Oberfläche. Gucken, ob irgendeine Szene kommen wird, falls ja, werde ich hier die Fresse halten. Okay, anscheinend nicht. Ja, Xenowill sieht sehr, sehr hübsch aus, wenn ich das so sagen kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich der richtige Zeitpunkt ist, aber ich glaube schon. Ich gucke mal hier, ob es hier Menschen gibt, aber ich glaube eher weniger. Und die Häuser sollten auch zu sein, also die Türen sollten geschlossen sein, soweit ich weiß. Die Tür ist zu, genau. Man kann hier, glaube ich, keine Menschen antreffen zu dieser Zeit, außer in der Xenowillen-Höhle oder eher gesagt in der Urzeithöhle. Und ja, dort werden wir uns gleich mal hinbegeben und gucken, was es dort so geben wird. Oder was es dort gibt, ja gesagt. Ich würde mal schätzen, dass Troy auf uns warten wird, denn er hatte ja bereits im letzten Part gesagt, ich erwarte dich in Xenowill. Und ja. Und hier ist er auch schon. Bloody, da bist du ja. Ich hatte dich schon erwartet. Diese brennende Hitze ist einfach schrecklich. Die Luft fühlt sich wie ein Feuer an, das den gesamten Planeten und alles Leben darauf verzehren will. Ach ja, komm mal eben hier rüber und hör dir an, was mein Freund zu sagen hat. Dein Freund Vasili kann sein, oh yeah. Mein Name ist Vasili. Ich bin der hiesige Arenaleiter. Darüber hinaus bin ich auch der Wächter der Urzeithöhle. Wer mich anguckt, ne, so mit den Augen, so, dude. Deshalb weiß ich auch, dass diese Dürre durch eine Kraft verursacht wird, deren Ursprung in der Urzeithöhle liegt. Das ist doch der blaue Edelstein. Ich verstehe, bitte folge mir. Menschen und Pokémon brauchen die Sonne zum Leben und trotzdem bereitet uns dieser Sonnenschein nur Kummer und Sorgen. Wenn die Sonnenstrahlen über Xenowill weiter an Intensität zulegen, verglüht irgendwann ganz hohen oder Höhen, was auch immer. Wir müssen etwas unternehmen. Und zwar, bevor es zu spät ist. Team Magma und Team Aqua. Wir haben schon auf dich gewartet, Kleiner. Sir, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um dem Jüngling jenes Objekt zu überreichen. Keine Sorge, ich weiß, was zu tun ist. Was dir mein untergebener Kalle gleich anvertrauen wird, ist die Frucht unserer Zusammenarbeit mit der Devon Corporation und zugleich das Aushängeschild der technologischen Erschaffenskraft der Hohen Region. Magma-Anzug. Dieser Anzug wurde ursprünglich zur Vorbereitung unseres Zusammentreffens mit Groudon angefertigt. Gegenwärtig sieht es allerdings nicht danach aus, als ob uns diese Ehre noch zuteil würde. Daher bleibt uns nichts anderes übrig, als ihn dir anzuvertrauen. Ich bitte dich jedoch, eines zu bedenken. Niemand kann gewährleisten, dass dir der Magma-Anzug dort drin tatsächlich genügend Schutz bieten wird. Immerhin wurde das Magma im Inneren der Höhle durch die Naturenergie um ein Vielfaches verstärkt. Wahre Worte, die Wahrscheinlichkeit ist hoch,
dass die Temperatur des Magmas unsere Berechnung bei weitem übersteigt. Darin sehe ich keinen Grund zur Sorge. Er trägt schließlich den blauen Edelstein bei sich. Dieser Stein birgt uralte Kräfte, die ihm und seinem Pokémon-Team ausreichend Schutz bieten sollten. Aber natürlich, jetzt wo du es sagst, die alten Knacker am Pyroberg haben auch was, haben auch sowas gefaselt. Wie war das nochmal? Der rote Edelstein entfesselt bombastische Kräfte in Groudon und löst so die Protomorphose bei ihm aus. Mit dem blauen Edelstein hingegen kann man Groudon den Stecker ziehen und ihm seine Kräfte wieder nehmen. Ganz genau. Die Energie, welche die Urzeithöhle durchströmt, ist identisch mit der Energie, aus der Groudon seine immense Kraft schöpft. Also sollte sich dem blauen Edelstein logischerweise nicht nur Groudons Kraft eindämmen lassen, sondern auch die Energie, durch welche die Gewalt des Magmas im Inneren der Urzeithöhle verstärkt wurde. Aber die Macht des blauen Edelsteins allein genügt natürlich nicht, um zu Groudon zu gelangen. Dieses mächtige Pokémon lauert nämlich am tiefsten Punkt der hohen Region, der sogenannten hohen Tiefe. Du wirst zusätzlich den Anzug tragen müssen, den du gerade erhalten hast. Erst dann bist du bereit, dich der Bedrohung der Natur zu stellen. Wer hätte gedacht, dass sich der blaue Edelstein eines Tages in deinem Besitz befinden würde, Bloody? Sei unbesorgt. Zusammen mit deinem Pokémon-Team kannst du alles erreichen. Davon bin ich fest überzeugt. Uns Bewohnern von Xenorubil ist es nicht gestattet, die Urzeithöhle zu betreten. Du musst also alleine gehen, egal was dich im Inneren auch erwarten mag. Der blaue Edelstein liegt in deinen Händen und mit ihm das Schicksal Hoenns. Wir werden hier unsere Leute zusammentrommeln, um uns um alle Opfer dieser Katastrophe zu kümmern. Ganz gleich, ob Mensch oder Pokémon. Kleiner, ich hasse es, dich dazu zu verdonnern, im Alleingang die Welt zu retten. Aber wir alle zählen fest auf deine Hilfe. Bitte vergib mir, es tut mir leid, dass ich immer von oben herab zu dir gesprochen habe. Noch mehr tut es mir jedoch leid, dass ich dir so viel abverlangen muss. Doch du und dein Pokémon-Team, ihr seid die Einzigen, die es mit Groudon aufnehmen können. Das Schicksal unserer Welt liegt in deinen Händen. Tu, was du nicht tun, was du tun musst. Bloody! Zuerst hatte ich nur gehört, dass Xenorubil in Gefahr sei, aber als ich dann mein Videonavi eingeschaltet habe, war es plötzlich du in den Nachrichten zu sehen. Da konnte ich einfach nicht tatenlos rumsitzen und bin sofort losgedüst. Aber, hä? Das sind doch Team Magma und Team Aqua. Ich komme heute aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Da geht wohl gerade etwas vor sich, was meine Vorstellungskraft weit übersteigt, stimmt's? Da frage ich am besten gar nicht erst nach, was? Ich werde versuchen, dich zu unterstützen, wo ich kann. Im Gedanken bin ich immer bei dir, Bloody. Halt die Ohren steif, in Ordnung? Denn schließlich bist du mein allerbester Freund. Friendzoned. Okay, sehr gut. Nach diesem langen Dialog können wir uns, glaube ich, jetzt endlich in die Höhle hineintrauen. Und ich glaube, die Menschen hier werden mir einfach das gleiche erzählen wie vorhin. Genau. Warte mal, was sagt Kalle? Also dann, es ist soweit. Jetzt liegt es an uns, mit unserem wissenschaftlichen Sachverstand eine neue Zukunft zu formen. Team Magma wird sein Bestes geben, im Namen von Ruhm und Ehre. Okay. Ich werde versuchen, dich zu unterstützen. Okay, cool. Troy? Okay, das hatten wir auch schon gehabt. Okay, hatten wir auch schon. Du, das natürliche Gleichgewicht der hohen Region droht in sich zusammenzufallen. Ach, was du nicht sagst. Die Legende, die der alte Mann am Pyroberg erzählt hat, war also nicht bloß ein Ammenmärchen. Nein, anscheinend wohl nicht. Ich find's genial, wie die Höhle hier gemacht wurde. Kann man absolut nicht mehr mit dem Originalspiel vergleichen. Das hier ist schon eine ganz, ganz andere Sache. Ein ganz, ganz anderes Level. Ich finde es einfach nur genius. Genius. So, die Höhle scheint sich nicht unbedingt großartig verändert zu haben. Warte mal, da gibt es jetzt... Oh. Ich glaube, das hier ist
Okay, das ist richtig. Hä, hier gibt's noch eine Höhle? Also einen Höhleneingang? Was soll das denn? Das ist mir neu. Okay, hier kann man sich noch nicht hinbegeben, soweit ich das hier sehen kann. Zertrümmer sollten wir eigentlich dabei haben, also sollte es nicht daran liegen. Ich glaube, es sind einfach Steine, die man jetzt noch nicht verschieben kann. Ich glaube, die werden entfernt, nachdem man Grodon eventuell besiegt oder gefangen hat. Ich weiß es nicht. So, gibt's wieder Golbats und hast du nicht gesehen. Und ja, wir nähern uns dem legendären Pokémon Groudon. Oh mein Gott, das wird einfach nur epic. Oh, und hier kommt schon der Nebel. Das ist ja schön. Ich finde, man hätte hier überall noch Magma hinplatzieren sollen. Da, genau da unten, bei dem Abgrund des Bösen. Hätte einfach überall Magma sein können. Hätte den ganzen das gewisse etwas gegeben. Und ich frage mich auch, wie Grodon zu so einem Ort hingelangen konnte, ohne die Stadt selber zu beschädigen. Es ist auch so ein bisschen fragwürdig, aber okay. Lass mir mal so stehen. So. Gibt es nichts? Okay, lame. Ach, Grodon, übertreib's nicht mit dem Erdbeben. Übertreib's ein bisschen, ne? Oh, ich glaube, wir sind angekommen. Ich glaube, wir sind definitiv hier angekommen. Wo ist es denn? Oh. Hätte man hier vielleicht speichern sollen? Ich glaub schon. Hallo, hallo, kannst du mich hören? Ich bin's, Mark. Ich spreche über das Kommunikationssystem deines Anzugs zu dir. Unsere Messgeräte hier draußen haben das Signal von Grodon aufgenommen. Stehst du ihm eventuell bereits gegenüber? Ich verstehe, dann hör mir bitte genau zu. Du musst nun deinen ganzen Mut zusammennehmen und auf den Rücken von Grodon aufspringen. Begib dich mit ihm in den tiefsten Punkt. Okay, begib dich mit ihm in den tiefsten Punkt der Höhle, würde ich mal schätzen. Die Verbindung ist abgebrochen. Ja, warum nicht, ne? Auf einem Grodon reiten. Finde ich cool. Alter Schwede. Also ich hätte mit einiges so gerechnet, aber mit dem ja auf jeden Fall nicht. Okay, hier scheint irgendwas zu sein. Oha, voll geil, mein zweiter Screen, ne? Da wird nichts angezeigt. Voll geil, ey. Ja, weil auch vorhin gesagt wurde, die Kommunikation sei getrennt worden und auf dem zweiten Screen kann man gar nichts mehr erkennen. Genius, Alter, Genius. Hier sind überall Kristalle, Rubine und... Warte. Oh, ich kann hier rausgehen. Cool. Ja. Hat auch so viel Sinn gemacht. So, ich werde hier kurz mal speichern. Und dann können wir gegen Grodon hier antreten. Mal gucken, wen ich hier an der Front lassen werde. Everglade, Croak. Croak, glaube ich, wäre nicht so die beste Wahl hier. Ich werd hier mal mit Melly anfangen. Noch kurz hier aufheilen mit Dingens Trank. Und dann kann's losgehen.
mein Gott. Endland von Groudon wirkt. Okay. Seine Fähigkeit ist monströs. Er kann nämlich, also zum einen werden seine Feuerattacken gestärkt. Und Nummer zwei wäre dann, dass Wasserattacken gar nicht mehr funktionieren. Wasserattacken werden einfach komplett geschwächt. Also nicht komplett geschwächt, die funktionieren gar nicht mehr auf diese Pokémon. Die werden einfach verdünstet. Ich glaube, ja, die Attacke verdunstet einfach. Verdünstet? Was geht mit mir ab? So, wir setzen hier mal Drachenklaue ein und gucken, ob das es umbringen wird. Nope. Flammensturm. Und tot. Ich würde nicht sagen, dass es für mich gut aussieht hier, denn ich habe nur Pokémon, die eben nichts anrichten können, so gesehen. Ich werde trotzdem Everglade hier nehmen. Ich kann zwar keine Wasserattacken einsetzen, aber ich kann so einiges tun. Ich werde hier, glaube ich, meine Megaform benutzen, denn ich glaube, das ist das einzige Pokémon, das ich dabei habe, das eine Megaform machen kann. Also die Mega-Entwicklung. Deshalb machen wir es mal. Und ich werde hier, glaube ich, Erdbeben einsetzen, aber es könnte vielleicht sterben. Ich glaube, in dieser Form ist es sogar ein Feuer-Pokémon. Weil ursprünglich ist Groudon nur ein Boden-Pokémon. Ich glaube, das wissen viele gar nicht. Groudon ist kein Feuer-Pokémon. Also es war nie ein Feuer-Pokémon. Obwohl es aber eins sein muss, denn es lebt in der Lava. Also muss es Feuer sein. Na egal, auf jeden Fall sollte es jetzt vom Typ Boden-Feuer sein, soweit ich weiß. Und da könnte man eventuell Erdbeben spammen, aber ich werde trotzdem auf Nummer sicher gehen und es stärker einsetzen. So, Mega-Evolution. Ha! So, mal gucken, was wir anrichten können. Hoffentlich Damage, denn das ist der Sinn der Sache. Oh, shit. Ja, das ist ein Special-Move. Scheint mir so einiges abzuziehen. Ich muss mich hier wieder aufheilen, denn ich möchte ungern Everglade verlieren. Deshalb werde ich hier Supertränke und Hypertränke benutzen, bis zum geht nicht mehr. Flammensturm. Okay, oh ja klar, ich wurde noch verbrannt. Läuft bei mir. Naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber trotzdem. Kann man ja eigentlich Finsterbälle einsetzen? Ist das eigentlich ein finsterer Ort? Ich denke schon, weil es ja eine Höhle und Höhlen sind eigentlich ganz finster. Ach egal, los geht's. Finsterball, Flieg und Sieg. Erster Versuch. Goddammit. Hat nicht geklappt. War ja klar. Oh, wer hat die Attacke ab? Das ist ja cool. So, ich werde mich hier wieder aufheilen müssen. Ich glaube, ein Supertrank sollte es hier machen. Und ich glaube, danach werde ich aber Top-Genesung einsetzen müssen, um mich von der Verbrennung zu erholen. Okay, das hat mir jetzt nicht so viel abgezogen. Ich glaube aber, diese eine Klingenattacke würde mich jetzt töten, deshalb werde ich nochmal Supertrank hier einsetzen. Ach ja. War vielleicht ein bisschen blöd, aber trotzdem. Yep, Abgrundsklinge. Ist das Abgrundklinge oder Abgrundsklinge? Ich hab's jetzt nicht wirklich mitbekommen. Oh shit. Okay, das hier war auf jeden Fall eine gute Idee. Also mein Pokémon wieder aufzuheilen war eine gute Idee. Und jetzt werde ich hier mal Top-Genesung einsetzen. Wunderschön. So werden wir ganz aufgeheilt und die Verbrennung wird dadurch aufgehoben. Und der hat... ich dachte vorhin schon, wenn er Erholung hat, ne, dann werde ich das töten, Alter. Und es hat allen Ernstes Erholung. Mein Team kann gegen dieses Pokémon nichts anrichten. Das ist das Problem. Warte mal, außer Erdbeben. Mal gucken, ob das effektiv sein wird. Jop, auf jeden. Und ich schläfe noch dazu. Ich glaube, besser könnte es eigentlich gar nicht aussehen, ne? So, ich habe ein paar Bälle hier parat. Wiederball, Premierball, Superball, Pokéball, Meisterball, Flotzball, Finsterball und Hyperball. So, ich probiere nochmal mein Glück hier. Es schläft, es sollte eigentlich vielleicht klappen. Aber auch nur vielleicht. Na, goddammit. Ich glaube, Trugschlag wäre eigentlich ganz cool. Damit ist auf jeden Fall mit einem KP überleben. Und ja, das macht auf jeden Fall einen Unterschied aus, wenn das Pokémon auf einem KP ist oder wenn es auf 10 KP ist. Ach, komm schon, bleib drin. Nerv mich nicht. Oh, der macht schon Wiederholung. Okay. Ja, Leute.
dieser Kampf hier könnte sich schon in die Länge ziehen. Ich hoffe es auf jeden Fall nicht, denn ja, ich möchte ja auch ein bisschen vorankommen und dieses Pokémon einfangen, ohne mich hier aufzuregen, verdammte Kacke. Ist jetzt schon eine Weile her, seitdem ich Pokémon, also Legis, eingefangen habe. Kommt eigentlich gar nicht so oft vor, denn ja, ich meine, allgemein, mein letztes Let's Play ist auch schon etwas länger her und ich glaube, da musste ich nicht mal Legis einfangen, oder? Ich weiß nicht mehr. Eins! Fuck. Mann, 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 es sieht nicht gut aus. Es sieht gar nicht gut aus, verdammte Kacke. Ich probier's mal mit einem Finsterball. Vielleicht sieht's damit besser aus. Keine Ahnung. So. Eins. Zwei. Drei. Yes! Yes! Yes, 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 yes! Yes, yes, yes. Geile Scheiße, Alter. Sehr gut. Ah, so mag ich es. Wenn es nach meinem Willen geht, ist es natürlich sehr gut, denn es ist gut. Yes. 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 Ja, ich fall's gerade voll ab, denn ich weiß, dass solche Kämpfe, ja, die können sich in die Länge ziehen und sowas mag ich halt nicht. Und wenn es so sofort drin bleibt, dann ist es sofort gut. Es heißt, Groudon sei die Personifizierung des Landes. Legenden zufolge hat es in seinem Bestreben, sich die Naturenergie anzueignen, viele Male gegen Kyogre gekämpft. Ja. Scheint es ja voll Spaß zu machen, gegen Kyogre die ganze Zeit zu kämpfen. Nicht. Okay, mal gucken, was jetzt passieren wird. Ich glaube, diesen Teil des Spiels kenne ich nicht mehr. Okay, ich glaube, ja. Das ging schnell. Die Sonne wurde eliminiert. Also die Mini-Sonne, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie das jetzt zustande kam, dass das einfach kaputt gemacht wurde. Ich meine, da kam einfach so ein Pew-Pew-Laser und der hat einfach die Sonne da kaputt gemacht. Ja, gutes Spiel. Bisschen fragwürdig, aber okay. Okay, Professor Birk scheint es auch zu feiern, dass alles wieder normal ist. Hey, Prachpolis. Okay. Team Magma, was machen die hier? Ich dachte, die würden sich alle zusammentrommeln und den Menschen helfen. Naja, okay, vielleicht machen die das auch. Das weiß man ja jetzt eigentlich nicht. Walmers, was geht? Ach ja. Oh. Ah, wer ist das denn gewesen? Huh. Ja, ich glaube, das werden wir erst ein bisschen später erfahren. Ich werde mich dazu noch nicht äußern. Bloody! Es ist vorbei! Bloody, was will mir nur ohne dich? Loser! Richte deinen Blick nach oben. Dank dir ist der Himmel über Xeneroville wieder wie zuvor. Irgendwie wird mir ganz warm ums Herz. Dass Adrian sowas sagen würde, Alter, das hätte ich nie erwartet. Nie im Leben. Ergießt sich nun etwa all die Energie, die sich in der ganzen, die sich in der Urzeithülle angesammelt hatte, über die ganze Welt? Auf einmal kommen mir alle meine Sorgen und Ängste von vorhin unsinnig und unbegründet vor. Mir ist, als sei mir ein gewaltiger Felsbrocken vom Herz gefallen. Meer oder Land, Pokémon oder Menschen, wir hatten beide nur unsere eigenen Ziele im Kopf. Uns ging's nur darum, selbst zum Glück zu finden. Ob dabei jemand drauf geht, hat uns nicht gekratzt. Aber jetzt ist alles wieder im Lot. Die Welt hat ihr Gleichgewicht wiedergefunden. Höchste Zeit, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und einen klaren Schnitt zu machen. Findest du nicht auch, Marc? Ja, vermutlich hast du wohl recht. Doch in meinem konkreten Fall sieht die Sachlage etwas anders aus. Denn es gibt bestimmte Fehler, die man schlicht und einfach nicht wieder gut machen kann.
Ich habe solch unendlich große Schuld auf mich geladen, indem ich mich auf schamlose Weise an dieser Welt vergangen und sie sogar an den Rand der Auslöschung getrieben habe. Dass ich es wohl nicht verdiene, dass man mir verzeiht und einen Neuanfang gewährt. Sir, glauben Sie mir, ich möchte nichts beschönigen. Sie haben große Fehler begangen und somit nicht nur Ihre Untertanen, sondern alle Lebewesen auf diesem Planeten in Lebensgefahr gebracht. Doch gerade deshalb sollten Sie es als Ihre Pflicht ansehen, einen Neuanfang zu wagen. Widmen Sie Ihr gesamtes Leben der Aufgabe, Ihre Fehler aus eigener Kraft zu beheben und Ihre Folgen zu lindern. Sich seiner Verantwortung ohne Ausflüchte und Entschuldigungen zu stellen, das ist es, was einen Erwachsenen ausmacht, nicht wahr? Genau, so ist es auch. Sollten Sie diese Ansicht teilen, werde ich als Mitglied des Vorstands von Team Magma bis in alle Ewigkeit treu und voller Gewissenshaftigkeit an Ihrer Seite dienen. Kalle, vielen Dank. Ich sag euch was, irgendwann wird der Tag kommen, an dem wir diese Welt an euch Knirpse abtreten müssen. Aber was für eine Welt wollen wir euch hinterlassen? Das ist das Erste, was wir herausfinden müssen. Wir sitzen alle im selben Boot. Deshalb meine Frage, wollen wir uns wirklich weiter in die Haare kriegen, bis einer von uns alleine am Steuer steht? Oder reißen wir uns am Riemen und versuchen, diesen alten Kutter zusammen in den Hafen zu steuern? Diese Frage müssen nicht nur Team Aqua und Team Magma endlich untereinander klären, sondern wir alle. Und wenn ich wir alle sage, meine ich auch wir alle. Restlos. Du warst imstande, den blauen Edelstein einzusetzen, also dürftest du wohl auch hiermit umgehen können. Gib dies Groudon zum Tragen, damit kannst du seine Protomorphose nach Belieben auslösen und kontrollieren. Also dann, mach's gut, Kleiner. Auf bald! Team Magma und Team Aqua haben völlig verschiedene Denkweisen und Ziele. Ich hoffe, dass es mit ausreichend Zeit selbst so grundverschiedenen Menschen gelingt, irgendwann einen Mittelweg zu finden. So etwas geschieht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber ich hoffe, dass sie nach allem, was passiert ist, zumindest einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Viele Orte in der hohen Region sind im Wandel begriffen. Wandere mit offenen Augen durch die Welt und genieße all die neuen Eindrücke, die sich dort bieten werden. Aber fürs Erste empfehle ich dir, den Arenaleiter dieser Stadt herauszufordern. Arenaleiter Vasili, der uns nach Kräften unterstützt hat, wartet bestimmt schon auf dich. Aber sieh dich vor, er ist sehr stark. Andererseits, nach allem, was du geleistet hast, musst du dich bestimmt nicht von ihm verstecken. Hier, das wird sich auf deiner langen Reise sicherlich als nützlich erweisen. Diese Flöte ist mir ans Herz gewachsen. Diese Flöte ist mir sehr ans Herz gewachsen. Probier sie unbedingt mal aus. Eonflöte. Die Eonflöte, das klingt Eonflöte, ist das Zeichen deiner innigen Freundschaft zu Latios. Egal wie weit ihr voneinander entfernt seid, sobald du diese Flöte erklingen lässt, kommt Latios in Windeseile herbeigeflogen. Latios wird dich dann auf seinem Rücken durch die Lüfte tragen, genau wie damals, als wir zur Insel im Süden gereist sind. Oh, schöner Baum. Die Menschen, die Pokémon und die Natur. Vielleicht wurde nun endlich die Grundlage dafür geschaffen, dass alle Lebewesen auf diesem Planeten mehr Rücksicht aufeinander nehmen und in Einklang miteinander leben können. Ich kann es kaum erwarten, Zeuge zu werden, wie sich unsere Welt in Zukunft verändern wird. Bladi, ich frage mich, was für Eindrücke diese Welt bei dir hinterlassen wird und was für Träume du zusammen mit deinem Pokémon nachjagen wirst. Sollte uns das Schicksal aber mal zusammenführen, hoffe ich sehr, dass du mir und meinem Team diese Frage beantworten kannst. Mach's gut. Puh. Endlich sind wir wieder unter uns. Nochmal vielen Dank für alles, Bloody. Obwohl wir damals gemeinsam von Wurzelheim aus aufgebrochen sind, warst du mir immer mindestens einen Schritt voraus. Irgendwann kamst du mir dann unerreichbar fern vor.
Ich habe mich irgendwie einsam gefühlt ohne dich. Haha, ich mach doch nur Spaß, keine Sorge. War nur ein blöder Witz. Du hast wirklich Unglaubliches geleistet. Aber am besten gönnst du dir jetzt erstmal etwas Ruhe. Bis bald. Ah, die steht auf mich. Die steht garantiert auf mich, ne? Das merkt man doch. Ah, mein Gott, das hier war gerade voll schön. Ich mochte diesen Dialog mit diesen Menschen und dieses, keine Ahnung. Irgendwie kommt es mir so vor, als hätten die gleichen Leute, die an Pokémon X dran gesessen hätten, in diesem Spiel hier weitergemacht. Auf jeden Fall an einigen Stellen. Ich meine, mit der Story. Auf jeden Fall jetzt. Und ich finde das voll cool. Ich mag das. Diese Art und Weise, wie sie mit mir kommunizieren und mir alles erklären, wie die Welt funktioniert. Dass die Leute sich den Frieden wünschen, dass die Pokémon wieder im Einklang mit den Menschen leben können. Ich finde das alles wunderschön, das ist einfach nur toll. Du! Oh, aber du bist doch der Junge, der Hohen vor dem Untergang bewahrt hat. Worte reichen nicht aus, um dir meinen Dank auszudrücken. Ich verspreche dir, die restlichen Lebensjahre, die mir noch vergönnt sind, bis zu meinem letzten Atemzug zu genießen. Ich werde jeden Augenblick auskosten. Ach ja, man sagt, das eine macht aber das andere, ne? So kennen wir die Menschen. Die Menschheit, eher gesagt. So, Leute, das hier reicht schon für den Part. Ich laber Kacke, verdammte Kacke. Ja, in dem nächsten Part, Leute, werden wir uns mal die Stadt Xenoville noch angucken und mit diesen Menschen hier labern. Vielleicht gibt es was abzustauben, keine Ahnung. Und danach werden wir den letzten Arena-Leiter Vasili kloppen. Bis dahin, Leute, haut da rein. Wenn es gefallen hat, könnt ihr mich und dieses Video und dieses Let's Play vor allem mit einem Daumen nach oben unterstützen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Part. Euer Bladeus.